So, der DAX hat seine Aktivitäten dann gänzlich eingestellt. Er ist fertig für dieses Jahr. Das wird jetzt nur noch so zur Seite gehen. So hat man den Eindruck. Denn nach Ostern ist irgendwas passiert. Ein bisschen ging es nochmal runter, ein bisschen kam es wieder hoch. Aber wir sehen das hier im Stundenchart. Dieses Gap, das hat sich nach den Ostertagen aufgetan. Und seitdem sind wir mehr oder weniger, naja, ein bisschen Sinus haben wir ja immerhin, ein bisschen hoch, mal runter hier. Aber wenn man ehrlich ist, man hat den Eindruck, das mit dem Handel, das setzt sich einfach in Deutschland nicht durch. Vielleicht ist das was Ähnliches wie im Internet. Das braucht ja auch keiner, so hat man den Eindruck. Also es ist ein bisschen langweilig. Wenn man auf Amerika guckt, ist allerdings mal wieder was anderes angesagt. Nämlich auf einmal sehen wir, dass der Dow Jones hier nach oben geht. Aber nicht nur der Dow Jones hier gemessen am Future, wenn ihr auf diesen Chart guckt, sondern auch der S&P 500 geht nach oben. Und gleichzeitig der Nasdaq, das hat es schon länger nicht mehr gegeben. Also die Märkte sind sich einig, na, eigentlich kann es doch nur nach oben gehen. Was wollt ihr denn? Was habt ihr denn vor? Was anderes kann man sich doch gar nicht mehr vorstellen. Ein bisschen Einfluss geben natürlich die Daten von heute. Die können wir uns auch noch mal eben angucken, denn heute gab es eine ganze Reihe um 14:30 Uhr. Ihr habt es vielleicht mitverfolgt, nämlich die Einzelhandelsumsätze, die Retail Sales, deutlich besser als erwartet in der Kernrate beispielsweise hier unten in den Hauptzahlen. Also jetzt nicht nur die Kernrate, sondern generell 5,9 wurde erwartet, 9,8 ist es geworden. Ja, pf, was soll man da sagen? Ja, also das ist deutlich, deutlich besser. Und ebenfalls der Philly-Fed-Index hier. Ebenfalls deutlich besser. Es war mit einem Senken unter die 50er-Marke, meine ich damit, bei 42 war erwartet worden. 50,2 ist es geworden. Hervorragend. Und auch die Jobless Claims, also die Erstanträge, die Initial Jobless Claims, die sind deutlich schwächer ausgefallen. Rundum gute Nachrichten. Ist das jetzt gut für die Börse oder nicht? Manch einer wird sagen, da muss doch die Notenbank jetzt gar nicht mehr so aktiv werden. Das ist immer so, dass wir um die Ecke denken. Aber im Moment sehen es die Marktteilnehmer positiv. Man berauscht sich an den positiven Daten. Das hat der DAX natürlich nicht mitgekriegt. Klar, das waren ja auch US-Daten. Die amerikanischen Indizes sind allerdings guten Mutes. Und es gibt noch einen Spieler, der da wunderbar mit reingeht. Wir hatten das uns mal angeguckt vor ein paar Tagen hier und auch ja schon drüber gesprochen, vereinzelt zumindest mal 1, 2, 3, 4, 5, dann A, B, C. Und damit müsste sich diese Bewegung fortsetzen. Und wer jetzt sagt, da kann man das, was wir hier haben, das Ding hier im Detail, wieder Schub nach oben, wackelig nach unten und die Fortsetzung nach oben. Also es ist ein Klassiker, das setzt sich hier durch. Aber was ist das überhaupt? Das sind die 10-jährigen US Treasury Notes und Markus Fugmann, der sagt doch immer wieder hier die Zinsen, die Zinsrenditen genau genommen, die sind wichtig hier in dem Fall, also die Zinspapiere, die Kurse steigen, das bedeutet, die Renditen gehen runter, das wiederum findet die Börse gar nicht so schlecht. Alternativen werden wieder rarer sozusagen und das ist gar nicht so schlecht für natürlich die Indizes auf der einen Seite, für die einzelnen Aktien insgesamt natürlich und im Einzelnen, aber natürlich auch für Gold, also für all diejenigen, die jetzt die Edelmetalle auf dem Plan haben. Ja, sehen sich bestätigt. Silber natürlich gegebenenfalls genauso mal drauf gucken. Hier sehen wir, dass die Bewegung nach oben ist und sich das eigentlich ganz gut da ausgeht. Also ich will hier mit meinen Pfeilen gar nicht so viel jetzt irgendwie verraten, was die Zukunft bringt. Das sind so Gedankenspiele, die wir haben. Was als nächstes dann kommen kann. Ihr seht, wir hatten einen Pfeil nach oben, der war jetzt ein bisschen versteckt, einen nach unten. Bei Silber bin ich ja immer noch ein bisschen bärisch, weil ich sage, das passt irgendwie noch nicht für ein bullisches Bild, aber was weiß ich schon, lassen wir uns da mal überraschen. Aber aktuell eben spricht alles für die Long-Seite. Wir hatten das jetzt ja an mehreren Stellen immer wieder mal besprochen. Also, ihr seht es, die Märkte, sie bleiben spannend. Überall? Nein, es gibt ein kleines gallisches Dorf, so hieß es früher mal. Nein, es gibt ein kleines Dorf in Europa, nämlich Frankfurt, an dem sich die Börse überhaupt nicht mehr bewegt. Da hat man gesagt, hier komm, das setzt sich nicht durch. Hier mit Kurse, die wackeln, das ist, glaube ich, nichts für uns. So sieht es zumindest mal in Deutschland aus. Auf dem Rest oder zumindest mal auf der westlichen Seite des Globus, wenn man mal nach Amerika rüber guckt, da ist noch Bewegung da und die macht im Moment Spaß. Die guckt nach oben. Und eigentlich kann man da nur sagen, ja, jeden korrektiven Rücksetzer nutzen, um gegebenenfalls nochmal einzusteigen. Aber ich sage ja auch immer im Nebensatz, nicht übermütig werden. Natürlich gibt es die Chance auch mal auf einen großen Knall. Deshalb immer, egal was ihr macht, immer ein Fallschirm dabei haben. Und wenn es ein kleiner ist, der notfalls wehtut beim Aufprall, aber eben das Leben rettet, das ist schon mal besser als gar nichts. So, das ist natürlich alles jetzt unkonkreter Schwall ins All, aber dieses Video soll ja jetzt auch nicht
konkret auf einzelne Trades hinweisen. Das machen wir beispielsweise im Trade des Tages. Da haben wir uns für heute auch wieder was ausgedacht. Schaut es euch mal an. Das sind natürlich exemplarische Anwendungsmöglichkeiten. Ihr dürft die natürlich auch gerne für euch nutzen im Weiteren. Also sagen, okay, Prinzip erkannt, ich mache das jetzt mal bei diesem oder bei jenem Markt selber auf eigene Kappe. Deshalb ist es vielleicht interessant, bei Born for Trading mitzumachen und sich eben anzumelden für den Trade des Tages, damit ihr hier unsere konkreten Vorstellungen dann auch mal bekommt mit den Marken, die wir dafür verwenden. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.